one question. Wer ist Daniel Amesberger? Harald, Klaus, schnappt ihn euch nachher. Okay, next talk from Harald Pichler about Smart Sarah, open source smart home automation project. 20 minutes. Also ich begrüße euch recht herzlich im Stockwerk. Ich will heute auch einmal in Deutsch sprechen, wenn es niemanden stört. Und werde ich eben berichten über das Smart Sarah Projekt, das wir als Open Source Domotics betreiben. Den Ralf habt ihr schon kennengelernt. Ich bin der Harald Pichler, ich habe den Verein gegründet mit Leuten aus dem MetaLab heraus, haben uns zusammengesetzt, wir wollen was tun. Es hat mit Linux zu tun, aber auch mit Hardware, und deswegen haben wir dann auch einen eigenen Verein gegründet, der gemeinnützig agiert. Ja, was ist Smart Home? Smart Home bezieht sich heutzutage auf verschiedenen Ebenen. Erstens mal auf Haustechnik. Was ist Haustechnik? Heizung, Licht, Strom, Gas, Wasser. Jalousien, also auch die gesamte Infrastruktur, auch Türen, ja, die man so in einem Haus in unserem Breitengrad findet. Ja. Es gibt auch Häuser, die das nicht haben, das darf man nie vergessen. Zum Beispiel Slums in Afrika, dort gibt es allerdings auch Smart Home Systeme, die machen das dann mit so PET-Flaschen, wo sie Licht hereinleiten, oder auch mit Solarpanels und so Sachen. Dann gibt es Smart Metering. Was ist Smart Metering? Smart Metering beschäftigt sich mit der Messung von den Verbrauchsgütern in einem Haus, das hineinfließt und hinausfließt. Das kann sein Wasser, Gas, Strom und auch natürlich Abwasser. Wichtiger wird auch heutzutage die dezentrale Energieproduktion. Das heißt, man misst dort auch, was man selber an Energie produziert hat, wenn man Solarzellen am Dach hat, also Strom produziert. Oder was auch interessant ist, wenn man Warmwasserkollektoren hat, dass man auch mitmisst, wie viel Energie habe ich gewonnen. Das dritte sind Haushaltsgeräte. Da entsteht ein großer Trend auch. Da versuchen jetzt mehrere Hersteller Haushaltsgeräte auf den Markt zu bringen, die sich mit einem IP-Netz verbinden können. Und dann gibt es natürlich noch den Multimedia-Bereich für Musik, Fernsehen, Sprache. Das heißt, wenn ich mit jemandem telefoniere, dass ich nicht nur mein Handy telefonieren kann, sondern auch frei reden kann. Oder dass ich das Fernsehprogramm in ein nächstes Zimmer mitnehmen kann. Oder meine Internet-Streaming-Verbindung oder welches Multimedia-Gerät auch immer. Was gab es so in der Vergangenheit? Angefangen hat es eigentlich in Amerika mit dem X10-Systemen. X10-Systeme waren in Amerika sehr weit verbreitet. Was ist das? Das war ein Standard, um mit Geräten über die Spannungsversorgung zu kommunizieren. Wie hat das funktioniert? Man hat eine Sinuswelle, das kann man sich vorstellen, da geht die Spannung hinauf und hinunter, der Strom auch. Und im Nullpunkt hat man keinen Leistungsfluss, ja, wenn Strom und Spannung gleich ist einmal. Also, sagen wir mal so, da hat man wenig Probleme zu kommunizieren. Im Nullpunkt kann ich Energie aufbringen und mit wenig Energie kommunizieren. Ja. Das war mit der früheren Technologie anders nicht möglich. Ich rede jetzt vor 20, 25 Jahren. Ja. Der Nachteil war, man konnte immer nur reden im Nulldurchgang. Das war nicht sehr häufig. Bei 50 Hertz ist eben 50 Mal. Und man konnte immer nur ein Bit übertragen. Das bedeutet, das ist nicht sehr viel, hat aber ausgereicht, um eine Lampe ein- und auszuschalten. So hat das begonnen. Ja. Dann kann man immer mehr Funkprotokolle, Kabelprotokolle. Heute ist es ein Riesenwirrwarr. Es gibt so viele Protokolle wie noch nie, hardwaremäßig und softwaremäßig. Wie es mit Standardisierungen ausschaut, kommen wir dann noch drauf. Und dann entstanden auch Softwaresysteme, und mittlerweile gibt es relativ viele freie Softwaresysteme zur Haussteuerung. Ein sehr populäres ist momentan OpenHAB von einem Deutschen, der das, glaube ich, vor 2 Jahren begonnen hat. Der Unterbau ist Eclipse Smart Home, aber OpenHAB baut auf Eclipse Smart Home auf. Ja. Ich glaube, es wird aber von der Eclipse Foundation
momentan mitentwickelt, soweit ich es verstanden habe. Bitte? Was gibt es noch für freie Software-Systeme? Ein älteres System ist FHEM, in Perl geschrieben. Von Leuten, die es verwenden, habe ich nur gehört, es ist für Perl-Freaks sehr interessant. Für den 0815-Benutzer relativ schwierig zu konfigurieren. Wer sich mit Perl nicht gut auskennt, angeblich. Dann haben wir versucht, eine Plattform zu bilden, wo man verschiedene Smart-Home-Server-Systeme mit freien Protokollen mit Geräten kommunizieren lassen kann. Ja. Zum Praxisteil kommen wir heute nicht, da wird Florian ein bisschen was reden und in den Workshops könntest du die Praxis sehen. Es gibt dann natürlich noch viele, viele verschiedene Open Source Systeme für die Haussteuerung. Majodomo zum Beispiel ist ein russisches System, in PHP geschrieben. Es gibt auch Systeme in den verschiedensten Programmiersprachen. Was ist die Intention von Smart Sarah? Es soll mit modernen Kommunikationsmedien bedienbar sein. Das heißt, jeder hat so heutzutage ein Handy, ein Tablet, manche haben auch solche Uhren, die damit kommunizieren können, oder Touchscreens auf der Wand oder auf dem Computer. Manche haben auch noch Laptops. Standrechner werden schon immer weniger. Ja. Es soll energieeffizient passieren, das ganze System. Warum energieeffizient? Wenn ich mir vorstelle, ich habe irgendwo eine Schaltsteckdose, dann brauchen momentan die Consumer-Steckdosen, wo ich mit proprietären Protokollen schalten kann, meistens bis zu 2 Watt. Ja, das ist sehr viel. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt 20 solcher Steckdosen, dann habe ich schon 40 Watt. Und wenn man rechnet, 70 Watt Verbrauch im Jahr kosten schon einige 100 Euro. Also muss man da runter mit der Leistung. Also soll es energieeffizient sein. Die Steckdosen, die wir produzieren in Open Hardware Technik, verbrauchen 0,1 Watt. Ich habe die hier nicht, die schauen so aus. Drinnen ist wie eben ein Merkur-Board, was ihr dann noch sehen werdet. Das sind da, hier. Hier ist das Merkur-Board wieder drin, was die Grundlage aller Hardware-Systeme ist, die wir bauen. Da drinnen läuft ein Betriebssystem, dazu kommen wir dann auch noch. Es soll über IP kommunizieren. Warum über IP? Wie hat alles angefangen? Man hat einmal ein paar Computer zusammengeschlossen, man hat IP-Netze erfunden. Das war das amerikanische Militär, die wollten IP-Netze haben, die ausfallsicher, die wollten Kommunikationsnetze haben, die ausfallsicher sind. Deswegen wurden dann auch Router erfunden und Switches und so Sachen. Wenn ein Knoten ausfällt, dann kommuniziert man über andere. Das war die Grundidee des Militärs. Das wurde dann auch freigegeben. Und daraus entstanden dann die IP-Netze, die wir heute kennen. Das heißt, früher haben wir mal Computer vernetzt. Parallel dazu entstanden Telefone. Die haben aber nicht so ausgeschaut wie heute. Sondern die ältere Generation wird sich noch erinnern, das waren so große Kästen mit einer Wählscheibe, die man mechanisch aufgezogen hat. Die ist dann mechanisch retour gerattert. Und je nach Ziffer, die man gewählt hat, wurde ein Impuls gesendet mit einem Relais. Und wenn ich neun gesagt habe, dann ist es gegangen, neunmal. Und das Wählamt hat das Relais, ein dortiges Hebrewähler waren und so Sachen, die haben dann mitgezählt und haben die Drähte verbunden. Ja. Das heißt, das war rein analog sozusagen. Ja. Heutzutage passiert die Kommunikation in den Telefonnetzen nur mehr über IP. Also Österreich ist voriges Jahr umgestellt worden. Es gibt kein ISDN mehr, gar nichts mehr. Es ist nur noch IP mit SIP in Österreich. Es gibt 2 Computerzentren, eins ist in Wien und eins in Graz. Das heißt, alle Telefone sind auf IP-Basis. Das heißt, alle Telefone sind jetzt IP-Computer. Was fehlt jetzt noch? Jetzt fehlt noch der Rest. Ja, was ist der Rest? Das sind die Smart-Home-Gebiete, die Glühlampe, die Steckdose, den Kugelschreiber, das Fieberthermometer. Ja. Man kann mit den heutigen Technologien jegliches Gerät ins Internet bringen, auch mit sehr geringen Energiemengen. Ja. Wir reden hier von Dauer-Online-Betrieb von 1 Milliwatt. Ja. Was heißt das? Das heißt im Prinzip mit so 2 kleinen Batterien
kommt man ungefähr 8 Monate durch bei 1 Milliwatt. Man kann die Energiemenge noch sehr stark reduzieren, dass man auch dann mehrere Jahre durchkommt. Ja. Es sollte auf offener Hardware und Software beruhen. Das ist alles, was wir entwickeln und forschen, das Open Hardware Open Source. Warum, hat der Ralf schon erklärt. Und seit Snowden weiß man auch, dass es bei Computern, Routern und Laptops immer wichtiger wird. Es gibt ja auch das Projekt Open Source, Open Hardware Laptop. Weil nur wenn alles Open Source und Open Hardware ist, kann man es auch kontrollieren. Weil wer sagt dir nicht, dass in deinem Computer, in deiner Steckdose Schnüffel-Hardware drin ist oder Schnüffel-Software. Ja? Und um das zu gewährleisten, beruht alles auf Open Source und Open Hardware. Was ist noch wichtig? Das ist moderne Kommunikation, das ist eine Visualisierung ist auch notwendig. Man möchte schließlich auf einen Blick Sachen erkennen können. Hier ist ein Beispiel von Lean WebKNX, was ein französisches Open Source Projekt ist, das schon relativ alt ist. Aber die 1er-Version sehr einfach zu bedienen ist. Läuft über Browser und ist dann auch über Tablets bedienbar. Wie kann man Visualisierungen relativ einfach generieren? Es gibt Suite Home 3D, was auf allen Plattformen läuft. Da kann man sich eine Wohnung zeichnen, dann ein Bild machen und in Lean WebKNX darstellen. Das ist ein Beispiel, einer meiner ersten Versuche von dem ersten Stock meiner Wohnung. Dazu gibt es ein Frontend und Backend und es läuft über, das ist ja auch, schaut dann genauso am Handy aus, man kann es am Handy dann noch zoomen und hintippen. Dann geht die Lampe an, hier sieht man Temperatur und Feuchtigkeit und hier kann man die Ebene wechseln. Das heißt, wenn man da drauf tippt, ist man dann einen Stock tiefer. Wie ist das Ganze aufgebaut? Ich habe mit Suite Home 3D die Wohnung gezeichnet, das geht relativ rasch. Wenn man sich gar nicht auskennt, braucht man 2 Stunden. Also ich kannte mich gar nicht aus. Ja. Man kann dann Kataloge runterladen, wo die Möbel drin sind, die tut man hin. Und dann parametriert man Lean WebKNX. Lasst euch durch den Namen nicht verwirren, das ist entstanden für KNX-Steuerungen, kann aber durch die eingebauten Skriptsprachen und Treiber mit ziemlich vielen Kommunikationsebenen reden, ja, auch über Serielle und alles Mögliche. Und dann definiert man in einem XML-File seine Sensoren und über ein Webinterface kann man dann die ganzen Icons verteilen und mit der Datenbank verbinden. Wie schaut das intern aus? Ihr müsst euch vorstellen, hier haben wir Geräte, die reden ein stromsparendes Protokoll auf 2,4 GHz, IPv6. Aber sie reden kein WLAN. Ja? Das heißt, mein WLAN-Router nutzt man in dem Fall nichts, sondern man braucht einen 6LoWPAN-Router, der eben auf 802.15.4 redet. Und 802.11 ist WLAN und dann gibt es noch Bluetooth. Ja? Da kenne ich jetzt die IEEE-Namen nicht, die Nummer. Also diese 3 Varianten sind erlaubt bei 2,4 GHz. Das heißt, man braucht noch einen Router, der wirklich das IPv6-Netz von dieser einen Frequenz auf Ethernet routet. Ja, das kann ein kleiner Stick sein mit einem Merkur-Board oder wir bauen noch eigene kleine Router mit einem Linux-Modul drin oder man kann in jeden PC auch als Router umbauen, ja, mit einer Routing-Software, das kennt Sie alle, das ist RADVD oder BIRD. Jetzt bin ich im Internet, also im Ethernet, dann habe ich wohl einen Server, da läuft Lean WebKNX drauf. Wie ist das realisiert worden? Es gibt den Config-File, da trage ich meine Funkgeräte ein mit der IP-Adresse. Dann gibt es da drinnen eine Skriptsprache Lua. Dort gibt es dann Rules und Conditions. Also wenn eine Regel zutrifft, dann werden Aktionen ausgelöst. Und Aktionen werden ausgelöst, indem sie über einen Coop-Client Befehle absetzen. Und die Visualisierung, das ist das WebKNX, redet über PHP mit den Objekten in dem Serverbereich und kann dann mit den Knoten, also kann hier Aktionen auslösen, die wieder die Knoten aktivieren. Zum Beispiel ich drücke auf die Lampe, ja, dann geht das hier runter, schaltet eine Rule ein, eine Action Condition und schickt den Befehl runter. So ist es gelöst im Beispiel. Auf der anderen Seite kann ich mit allen möglichen Endgeräten die Visualisierung empfangen und bedienen. Warum haben wir das am Anfang so gemacht? Weil es eine sehr einfache Lösung war und wir keine Software umprogrammieren mussten, weil es zur damaligen Zeit keine freien Haussteuerungssysteme gab, die Coop reden können. Heute schaut das ganz anders aus. Es gibt
Serverdienste, die man sich installiert, wie Ponte oder so, die von beliebigen Protokollen in andere Protokolle umsetzen können, on the fly, also stateless Proxys, und da ist es jetzt viel einfacher geworden. Dieses Beispiel findet ihr auch, wenn ihr das Raspberry-Image runterladet von uns. Und wenn man in einem Raspberry das Merkur-Board reinsteckt, dann hat man schon einen Router mit Hausstellungssoftware in einem einzigen Gerät. Was ist ein zweiter Part? Das sind jetzt Sachen, die nur teilweise realisiert sind, wie ich euch zeige. Wir wollen auch in die Richtung dadurch, dass Laptops und Computer verschwinden. Ja, das klingt vielleicht jetzt krass für die Computerfreaks, aber es ist so. Ich merke schon bei meinen Kindern und bei Generationen, die so jetzt 25 sind, die kaufen sich keinen Laptop mehr und keinen Fernseher und keinen Standrechner. Die haben ihr Tablet. Manche kaufen sich nicht mal mehr Tablets, sondern diese größeren Handys, die es jetzt gibt, und sagen, naja, damit komme ich aus. Ja? Und viele sagen, naja, Fernseher kaufe ich mir nicht. Ich kenne das noch von meinen Eltern, aber ich bin ausgezogen und ich kaufe mir keinen Fernseher, ich mache es über einen Laptop. Also man sieht jetzt, dass Maustastatur verschwindet. Zum Beispiel, meine Kinder waren in einem Apple-Geschäft und der Vierjährige geht hin, wischt herum und sagt, Papa, das ist kaputt. Ja? Warum? Weil der kennt das nicht. Der Zehnjährige geht hin und sagt, na, da gibt es die Maus. Ja? Und dann geht der Fünfjährige hin und sagt, was ist das da? Und da war eine schiefe Ebene, das kannte ich auch noch nicht. Das war ein Touch-Interface. Und ich gesagt, ja, da muss man wischen. Ja? Dann ist der Vierjährige hin und hat gewischt und konnte den Computer bedienen. Also das heißt, die junge Generation geht ganz anders an die Sache heran. Also brauchen wir in Zukunft zur Konfiguration von Logiken des Haussteuerungssystems grafische Systeme, wo man wischen kann. Ja? Und das erlauben grafische Bedienelementprogramme. Hier ist ein älteres Beispiel vom App Inventor, den gibt es in dieser Form ja nicht mehr. Wir verwenden momentan Blockly als Interface, was reines HTML, CSS und JavaScript ist. Also dieses App Inventor ist vom MIT geschrieben, dann von Google übernommen worden und wieder Return MIT gewandert. Und war, glaube ich, damals noch in Java. Und die Blockly-Systeme brauchen eben keine Abhängigkeiten mehr und können wirklich in einem JavaScript-HTML-System laufen. Stellt euch vor, ihr zieht da Regeln zusammen aus Elementen. Es gibt ein gutes Beispiel für Blockly. Es gibt ein Programm für die Handys. Da fällt mir nicht ein Name ein, einen Spielegenerator, wo man sich Spiele programmieren kann. Der heißt Pocket Code. Ja? Das ist von einem Grazer initiiert worden. Das verwendet Blockly, ist Open Source, um am Handy Spiele fürs Handy zusammen zu programmieren, aber nicht durch Tippen, sondern durch Ziehen. Ja? Kann ich Ihnen empfehlen, um mal ein Gefühl dazu zu bekommen. Und dieses System wollen wir auch verwenden, um es hier zu verwenden. Es gibt schon eine Open Source Server Software, die das schon verwendet, Blockly, in PHP umsetzt. Das ist MyoDomo. Ja, wenn du nach MyoDomo suchst und das installiert, das hat schon einen Blockly Editor drin, wo man die Regeln zusammenziehen kann und der PHP-Code generiert und über den Server ins System bringt. Was haben wir vor? Wir wollen nicht serverabhängige Systeme bauen, sondern dezentrale Logikverbreitungssysteme. Ja. Warum? Wenn bei momentanen modernen Haussteuerungssystemen der Server ausfällt, ist es im Dunkeln. Ja. Da geht nichts mehr. Davon wollen wir weg. Wir wollen dezentrale, intelligente Systeme haben. Wie funktioniert das? Du ziehst mit einem Blockly-Editor deine Logiken zusammen, dann werden die Blöcke den jeweiligen Funkknoten zugeordnet. Funkknoten sind eben zum Beispiel Temperatursensoren, Relais, Waschmaschine, was auch immer. Ja. Es gibt zwei Möglichkeiten bei dem System, was wir verwenden. Was ich jetzt erzähle, das existiert. Ja. Also wir können Python-Programme in eine zertige Sprache übersetzen, die dann von dem VM-Compiler in Embedded VM ausgeführt wird. Ja. Was ist Embedded VM? Ist die virtuelle Maschine von Clifford Wolf, den werden einige kennen aus dem MetaLab, der ist in Wien. Der hat diese Embedded virtuelle Maschine programmiert. Warum verwenden wir die? Sie ist sehr ressourcenschonend. Ja, die ganze virtuelle Maschine verbraucht 3 Kilobyte und kommt mit 500 Bytes ganz locker aus an RAM. Ja.
und ist sehr effizient, allerdings nicht sehr schnell, was aber nicht notwendig ist. Wir wollen hier keine Mandelbrot-Rechnungen oder 3D-Räume berechnen, wir wollen Logiken abfangen können. Ja. Das heißt, das wird dann in diese C-artige Sprache kompiliert und an die jeweiligen Knoten verteilt. Ja. Das, was jetzt dann kommt, ist nicht so wichtig. Hier eine kurze Übersicht. Das ist, wie das Funkprotokoll funktioniert. Das werden eh schon einige wissen. Man kann es auf verschiedenen Frequenzen machen. Man kann es auf Drähten machen. Es heißt 6LoWPAN. Was ist das? 6LoWPAN ist ein Adaptationslayer, der 802.15.4 mit IP verbindet. Also wieder zusammenstoppelt, die kurzen Pakete. Ja. Es kann Routing. Es kann IPv6, UDP, ICMP ist Minimum. Und wir verwenden CoAP als Applikationsprotokoll und das, da wird dann der Florian mehr darüber berichten. Wie schaut die Grundstruktur aus? Das wird wahrscheinlich der Florian auch noch zeigen. Hier ist das 6LoWPAN-Netz. Über Proxys kann man CoAP stateless auf HTTP oder MQTT oder was auch immer mit Fonte oder anderen stateless-Servern umsetzen. Diese Funkwolken werden durch Router geroutet und nicht mit Gateways verbunden. Ja? Das ist wichtig. Jedes Gerät ist im Internet auch sichtbar, wenn man möchte. Das ist der große Unterschied zu den alten Systemen. Wie ist CoAP aufgebaut? Hier eine kurze Übersicht. Es setzt auf UDP auf. Es gibt CoAP. Ein CoAP ist immer ein Server und ein Client zugleich und bildet die Verbindung zur Applikationsschicht. Die ist standardisiert von der IETF, patentfrei und darf von jedem benutzt werden. Und sind RESTful Services über UDP. Verwenden auch die gleichen Nummern wie die RESTful Services über HTTP. Ja. Ja. Wenn ihr mehrere Informationen wollt, auf osdomotics.com gibt es dann einen Wiki-Bereich auch, wo man dann auch mehr nachlesen kann. Und danke für die Aufmerksamkeit. Das ist für den ersten Shot, glaube ich, ganz praktikabel, aber wenn man anfängt, jetzt über das Home hinaus zu denken und vielleicht kleine Firmeninfrastruktur, Homeoffice, kleine Plotter, kleine Drucker, 3D-Drucker, Laser, diese typische Maschinerie, mit der man sich ja heutzutage schon umgeben kann, wenn man eigene Computer dann vielleicht auch mit überwachen will, ja, dann hat man relativ viele Devices, die auch relativ kurzfristig leben. Also da braucht man ein bisschen eine Infrastruktur, um von dieser zentralisierten Konfiguration in die Weg zu kommen und ein bisschen eine Intelligenz reinzubringen, was meine Topologie ist und teilweise auch die Verhaltensweise. Eine harte Logik zu machen für das Haus, ein typisch österreichisches Haus, das weiß ich, für typisch 50 Jahre steht, ist in Ordnung. Aber das in Australien zu machen, wo man gewohnt ist, alle 5 Jahre wohin zu ziehen, da braucht man etwas mehr Flexibles, mehr Ephemerales, Durchführbares. Ja. Gibt es da Visionen dazu? Dieses Beispiel war die erste Lösung, die wir mit Smart Zara abgebildet haben. Ja. Du kannst natürlich jeden Smart Home Server nehmen, den es gibt, und auch Cloud Server, die schon gut damit verbinden. Sobald du schaffst, die IPv6, 6LoWPAN ins IP-Netz zu bekommen, weil diese Geräte reden ja echtes IP und richtige Applikationsprotokolle. Ja. Die Zeit heute reicht nur dafür, so eine kurze Übersicht zu bringen, um die Leute mal auf das Thema ansprechen zu können. Ein richtiges Smart-Home-System, wie du schon angesprochen hast, besteht ja eigentlich aus mehreren Komponenten. Ja. Und eine wichtige ist das Monitoring. Weil, was nutzt man das, wenn ich klicke und es geht nicht? Ja? Das darf gar nicht passieren, sondern derjenige, der das Netz betreut, in einer Familie ist es meistens, bin's ich, ja? Nur bevor mein Kind oder meine Frau den Knopf drückt und das Licht geht nicht an, muss ich selbst erfahren. Dazu nimmt man Monitoring-Systeme, das werden viele wissen und kennen. Heutzutage überwacht man mit Monitoring-Systemen Computernetzwerke auf der ganzen Welt.
Das ist hier genauso möglich. Ja. Wir haben Monitoring-Plugins geschrieben für Nagios-Systeme. Das heißt, Nagios-Systeme können automatisch alle Knoten überwachen. Und damit kannst du auch Monitoring betreiben. Du kannst es auch mit dem Skynet verbinden. Ja. Also, ob du Skynet kennst, mit diesen Cloud-Diensten. Und auch über diese steuern. Da gibt es ein gutes EU-Projekt, wo mir der Name jetzt nicht einfällt, aber das können wir dann verschicken, was ziemlich komplex ist. Das hat eine gute Übersichtsgrafik, die das Thema behandelt, von dem du jetzt sprichst. Ja. Diese Lösungen existieren. Wir wollten hier einfach nur eine leicht nachvollziehbare Lösung präsentieren, die ihr euch auch runterladen könnt. Ich glaube, ich hoffe, ich habe deine Frage gut beantwortet. Ja. Was natürlich die Komplexität eines Hauses betrifft, um sich vom 0815 User bedienbar zu machen, ist ein ungelöstes Problem. Ja. Weil ich kann meiner Mutter nicht zumuten, eine Logik in das Haussteuerungssystem zu bringen, selbstständig, mit den heutigen Systemen. Ja. Aber vielleicht in 10 Jahren schon. Ich könnte ja auch mein Haus diskutieren. Ja. Mein Handy tue ich ja schon. Ja, da sage ich, ich rufe an den Markus und er macht's. Ja. Das wäre hier genauso möglich. Ich kenne auch Leute, die das realisiert haben über die Google-Dienste. Der ist halt nicht da. Der Peter Schleinzer, der verwendet diese Systeme auch und hat es auch mit Sprache verbunden. Und der kann mit seinem Haus auch diskutieren. Die Frage ist, ob man das möchte, aber es ist witzig und interessant. Oder der Name Sarah, ja, das ist ein Name aus einem Science-Fiction-Film, wo die künstliche Intelligenz eine abgebildete Frau ist, bitte jetzt nicht böse sein. Das ist in dem Film halt so und die hat manchmal ihre Mucken. Ja. Die ist beleidigt, wenn er kommt mit seiner Freundin, da geht das Licht aus, die Dusche ist kalt und so Sachen. Weil sie halt eifersüchtig wird. Ne. Und deswegen haben wir auch diesen Namen gewählt. Von diesem Eureka heißt die Serie. Du meinst, früher stand deine Frau mit dem Hut über hinter der Tür, wenn du zu spät nach Hause gekommen bist und heute ist das Smart Sarah, die dir was kennt. Genau. Noch Fragen? Ich frage, was ich vielleicht da noch einwerfen kann zum Thema Coop, gerade für Systeme, die sich auch laufend ändern. Und so. Coop hat einen ganzen Haufen Möglichkeiten, wie sich Geräte untereinander finden können. Das heißt, die können auch Prozesse wie finde mir mal passende Lichtschalter oder finde ein Gerät, das ziemlich kompatibel ist, können die über Multicast abbilden. Oder es gibt auch Resource Discovery Dienste in Coop abgebildet. Ja. Wo ich automatisch von dir erfahren kann, wie du plötzlich mehr kannst. Zum Beispiel, ja, plötzlich kannst du doch Spanisch reden. Ja? Dann muss ich dich nicht danach fragen, sondern du kannst diese Ressourcen bekannt geben, automatisch, das ist vorgesehen, dass alle mitkriegen. Ja? Noch Fragen? Bitte. Warum ist der Kölner Wahl der WLAN-Technologie? Keine was? WLAN, der Wahl ist WLAN. Ja. WLAN ist halt, wurde erfunden, um eine hohe Datenrate mit wenig Teilnehmern zu realisieren. 802.15.4 wurde erfunden, um mit wenig Energie viele Teilnehmer zu verbinden, aber mit einer geringen Datenrate. Ich meine, ich weiß gar nicht, was WLAN momentan kann, das ändert sich so schnell, das sind im Gigabit-Bereich. Ich glaube, 10 Gigabit ist schon normal bei den neuen Standards. Bei 802.15.4 reden wir von 2 Megabit. Ja. Und in Europa ist, glaube ich, sogar nur 1 Megabit erlaubt. Weil bei uns strengere Richtlinien sind. Das ist der Unterschied. Der zweite Unterschied ist, stromsparende WLAN-Module verbrauchen momentan, ich weiß nicht, ob euch das, diese Werte was sagen, ja, aber die verbrauchen momentan ungefähr 100 bis 150 mA im Betrieb. Wir reden hier von 300 bis 400 Mikroampere. Ja. Also ein paar Potenzen weniger. Also, ja, also das ist ein Tausendstel. Oder ein Tausendstel ist nicht, aber ein Dreihundertstel oder so. Ja. Das sind die Unterschiede. Weil wir wollen da keine IP-Kameras dranhängen, dann nimmt man WLAN, sondern wir wollen halt in kurzen Telegrammen reden. Oder Firmware-Updates machen. Deswegen wurde auch 802.15.11 erfunden. Das ist schon ziemlich alt. Dann werdet ihr sagen, warum höre ich davon nichts? Alle proprietären Protokolle, die ihr jemals gehört habt, auf 2,4 GHz verwenden 802.15.4. Warum ist das so?
Layer 1 und 2, falls ihr das OSI-Modell kennt. Layer 1 ist, da werden die Energien bestimmt, wie kann man miteinander reden, auf einem Draht oder über Funk, ja, also ein Bits. Und Layer 2 ist ein Framing schon, wie kann man Blöcke verschieben. Ja, das ist Layer 1 und Layer 2. Und ab dem Layer 3 aufwärts sind alle anderen proprietären Protokolle erfunden worden. Davon gibt es 300, 400 Stück. Ja. Und relativ neu. Ja, ZigBee oder alle, auch Z-Wave, alles was ich so jemals lese, ist alles 802.15.4. Ja. Und 6LoWPAN ist nichts anderes, wie verbindet die Schicht 2 mit der Schicht 3 IP. Das ist eigentlich ein Layer 2.5, wenn man so will. Ja. Warum wurde das erfunden? Es wurde auch von der ZigBee-Allianz eine Arbeitsgruppe gebildet, die 6LoWPAN-Arbeitsgruppe bei der IETF. Warum? Weil ZigBee nicht funktioniert hat. Ja. Das geht nur mit wenig Teilnehmern. So, ja, wir würden zu viel reden, heute kommt der nächste. Okay, so, thank you very much.